oben drüber gehen. Ich schau mal kurz auf die Karte drauf. Dass es auch schon dann Richtung Boss geht. So schnell geht es. Ja, das wäre jetzt natürlich blöd von mir gewesen, weil die Krüge weg sind. Damit können wir jetzt nicht mehr rübergehen. So, wieder zurück. Jetzt müssen sie wieder da sein. Danke. So. Links und rechts sind die Türen zu. Entweder muss ich irgendwas verschieben oder ich muss den Gegner hier zerstören. Ups, das war die Falschtaste, Falschtaste, Falschtaste. Dankeschön. Ah, hau ab. Hier geht's aber noch nach unten. Das machen wir erstmal zuerst. Gib mir bitte Herzen, gib mir Herzen. Komm, ist hier noch einer? Nein. Okay. Dann schieben wir mal jetzt mal die Statue Richtung Schalter. Ah, Glück gehabt. Ja, ein Herz. Ja. Zack und zack und zack und zack und tick, 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 tick. Schauen wir mal, was hier ist. Ach. Ach. Ist ja gut. Vielleicht komme ich irgendwas, wenn ich hier alle töte. Ich hoffe mal, das lohnt sich hier. Nein, kann man hier an der Zunge ziehen. Guckt schon so frech. Auch nicht. Ich hoffe, hier kommt schon irgendwas Schönes jetzt. Kommt. Ein Fee. Wäre immer ganz gut. So eine schöne Fee. Oder nicht. So, ich merke schon, der ganze Weg war umsonst. Aber davon lassen wir uns nicht entmutigen. Weil, muss ich das schon wieder machen? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass diese kleinen Mistviecher in der Lage sind, so eine Statue zu bewegen. Die sind doch nicht link. Echt sauer. Bup. Ja, ist natürlich viel einfacher sowas. Gut, dass wir den Enterhaken mal benutzt haben. Der ist so schön ausdehnt. Wunderbar. So, ich hoffe mal jetzt nicht, dass wir hier zum Endgegner kommen, weil ich gerne in meinen anderen Raum gucken möchte, was da ist. Schauen wir doch mal auf die Karte. Wo ist eigentlich unsere Karte? Haben wir die vergessen zu holen? Schauen wir mal, was hier unten noch ist. Ah, da kommen wir jetzt dahin. Perfekt. Haben uns den Weg jetzt gespart. Hier, wir werden ja nur überschüttet mit Geld hier. Das ist ja echt Wahnsinn. Attacke! So, das sieht ja schon alles hier nach Endgegner aus. Ich glaube, man kann irgendwo reingehen. Was ein Zufall. Ich habe gerade echt einfach nur nach einem gesucht. Und das hat direkt funktioniert. Komm, wir müssen mal hier rüber gehen und gucken, was da ist. Komm, ich schau mal, was da ist. Bevor wir jetzt zum Endgegner gehen. Wollen wir nicht huschi huschi machen? Ich will euch ja auch was hier von der schönen Zelda-Welt zeigen. So, der Weg war ja nicht zu weit. Da können wir alles mitnehmen, alles mitnehmen. Können wir alles mal gebrauchen. So, das war glaube ich das hier gewesen. Ja. Ich bin nervös. Auf zum Endgegner. Wenn die schon bald da sind.
Ja. Gib mir Geld. Schauen wir, was hier ist. Oh, Schwimm. Wunderbar, ein Schlüssel. Auch kein Ständisch hier. Das war jetzt so klar, dass ich getroffen werde. Wir haben gerade noch gesehen, im anderen Raum, dass hier noch ein kleiner Zwischenraum ist. Mit ein paar kleinen Sachen. Und einem Herz. Und einem Herz. Und Fallen. Okay, vielleicht finden wir hier noch ein paar Herzen. Sehr schön. Links sehen wir schon den Bossraum. Ich bin nervös. Ihr auch. Aber zusammen schaffen wir das. So, ich würde sagen, wir speichern mal ab. Ganz vorsichtig. Man weiß ja nie, was kommt. Ah! Ich weiß, um was es geht. Und zwar hat der Gegner hier so komische, ich sag mal, Kissen um sich herum. Ziehen wir uns alle immer zu uns, damit es quasi seinen Schutz verschwindet. Dürfte alles nicht allzu schwer sein. Wenn man zu viel will, sollten wir es überlassen hier. So. Oh Mann, wieder alles hier weg. Da waren es nur noch drei. Drei kleine Jägermeister. Da waren es nur noch zwei. Und jetzt vielleicht noch einer Mensch, den mal hier treffen würde. So. Da ist jemand sauer, ist da jemand sauer? Und ganz spontan speichern wir mal ab. Oh je. Oh je. Naja, also bis jetzt geht's ja noch. War es jetzt alles? Ja. Ich hoffe, da kommt jetzt noch irgendwas. Ansonsten würde ich sagen, bist du billig! Bist du billig, ey! Das war Nummer 5 oder 6. Boah! War das schwer. War das schwer. Mein 11. Herz! Und unser 2. Kristall! In die Augen von Link. Sie strahlen, sie funkeln. Oh Link, ich danke dir. Du hast mich aus den Klauen der Monster befreit. Das Triforce erfüllt dem, der es zuerst berührt, solange er lebt, alle Wünsche. Deshalb mussten wir nur wenige von diesem goldenen Land. Doch im Laufe der Zeit ging auch dieses Wissen nach und nach verloren. Erst Ganon entdeckte es wieder. Zum Glück weiß er aber nicht, wie man in die Lichtwelt zurückkehrt. Denke daran, du verfügst über die Kräfte des Zauberspiegels, die dich nach Hyrule zurückbringen. Nur der wahre Held kann diese Kräfte nutzen. Suche die Teleporter, denn es gibt nicht nur den auf dem Todesberg. Wandere so von Welt zu Welt, um die Bösewichte zu finden. Du bist der Einzige, der Ganon zwingen kann. Wir vertrauen dir. Hast du alles verstanden? Ja. Möge der Weg des Helden zum Triforce führen. Yeah. Das war Nummer 2. Und wir machen natürlich gleich weiter mit Nummer 3. Und zwar im Wald. Aber wie kommen wir denn zum Wald? Und ich weiß auch schon, wie. Wir können zwar nicht vorbeigehen, weil wir noch nicht die Handschuhe haben. Wir haben es ja vorhin probiert, kurz vom Kakariko-Dorf. Kakariko? Ich weiß.
aber wir haben jetzt den Enterhaken. Und wer die Zelda-Spiele kennt, weiß, dass jedes Item auf alles aufbaut. Das heißt, dass wir jetzt wahrscheinlich mit dem Enterhaken in der Lage sein werden, irgendwo rüber zu, ich sag mal, schwingen. Sodass wir in der Lage sind, Kakariko zu erreichen. Und ich wüsste auch, glaube ich, schon wo. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, sondern nur 99,9. Also fast 100. Dass wir jetzt hier irgendwo rüber können. Ich hoffe doch mal, dass es hier war, oder? Nein. Ja, also meine Theorie hat natürlich nicht geklappt, aber probieren wir das hier. Ja, genau. Ich dachte, dass es eigentlich an der Brücke kann. Ah, nee, das kann man woanders. Wo, sage ich euch noch nicht. Ich will ja kein Spielverderber sein. Vier Bomben mal, können wir eigentlich tragen. Ja, in der Schattenwelt war hier ein Loch. Was ist hier? Ein Herz. Da war hier ist auch nichts mehr. Ich meine, in der normalen Welt war da ein Loch. Ein schöner Friedhof. Kommen wir da hinten lang? Wenn wir schon mal hier sind, können wir schon ein paar Sachen erledigen. Können wir nicht da außen rum einfach gehen? Kann nicht sein, oder? Das muss doch gehen irgendwie. Probieren wir es mal von ganz links. Das müsste eigentlich einfach nur hier rumgehen. Nein, meine Münzen. So, hier oben müsste ja auch nochmal. Ich meine, man erkennt es ja. Wenn hier einfach so ein Feld ist, dann probiert einfach mal immer wieder sowas aus. Weil meistens sind irgendwelche Verstecke dadurch erkennbar. Ich spekuliere jetzt mal drauf, weil es hier über Bomben gibt. Vielleicht ist es nochmal offen, vielleicht komme ich gleich meine Bombe wieder. Dass wieder ein Herzteil ist. Ja! Und wir, da haben wir eine Hälfte. Brauchen nur zwei, da haben wir wieder eins. Und jawohl, unsere Bombe, habe ich richtig spekuliert. Dann würde ich jetzt sagen, wir gehen wieder zurück in die andere Welt. Ich hoffe, wir sind jetzt nicht in der Wand, wie David Copperfield. Doch. So, ich muss ganz langsam runtergehen. Will ich runterspringen? So, das müsste okay sein, ja. So, da können wir jetzt nichts machen. War ja nicht irgendwo noch ein Geheimgang auf dem Friedhof? Irgendwas, was man verschieben konnte oder so. Irgendetwas. Eine Fee! Eine Fee! Ja! Eine Fee! Fang sie dir! Fang sie! Komm her! Ey, du bist ja so eine blöde Fee. Komm zu mir jetzt. Ist nicht dein Ernst, oder? Blöde Fee. Na egal. Schauen wir doch mal, was jetzt mit der Kathedrale passiert ist. Sieht jetzt eher aus wie ein Bunker. Die Tische sind noch da. Oh. Hi Kumpel, kannst du ein Geheimnis bewahren? Ich kann dir was erzählen. Aber die Sache ist nicht ganz belegt. 20 Rubine, glaub mir, es lohnt sich. Na, wie sieht's aus? Ich zahle, leg los, interessiert mich nicht. Hier, wenn jetzt bla 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 rauskommt, dann gibt's Ärger. Ich verrate dir etwas, in der Pyramide traf ich eine echte Schönheit.